ist fertig aus. Mächtiger Sport. Gesamte Gibo bei Union. No comment. Was geht ab? Ich bin heute mit Benjamin hier, heute nicht alleine. Ja, nochmal ballern, bevor es dann ins Invictus geht. Ja, Benjamin, vielleicht stellst du dich. Du bist ja jetzt der jüngste Champion. Ja, Champion wo drin? Bei der WNBF jetzt Pro geworden, kürzlich. Ja. Kann es immer noch nicht ganz realisieren, aber echt geil. Ja, also richtiger Macher hier. Und Benjamin darf heute mal nochmal richtig schön Beine schieben, bevor es heute ins Invictus-Studio geht. Weil das werden wir auf jeden Fall nachher auschecken. Ich habe jetzt noch Brust und Rücken auf dem Plan. Brust habe ich schon fertig, Rücken kommt jetzt noch. Du darfst jetzt nochmal Beine weitermachen. Ich würde sagen, wir schmettern jetzt einfach mal durch, damit es gleich auch direkt ins Invictus geht. Jetzt wird noch ein bisschen. Weil wir haben Bock und wir haben auch Hunger. So, ne? Definitiv. So. Wir sind fertig. Benny hatte ein bisschen Verspätung mit seiner Bahn. Ganz schön, wenn zukünftig alle pünktlich zum Kurs kämen. Ja, wäre auch schön, wenn die Kuh noch Eier legen würde. Macht's aber nun mal nicht. Deswegen, der ballert jetzt gerade nochmal Adduktoren. Ich gönne mir in der Zeit schon mal mein Post-Workout. Und weil ich darf ja gleich Auto fahren. Und ich habe mich schon aktiv darum gekümmert, wo es denn in Hamburg Gönnergy gibt. Moin, moin meine aktiven Freunde. Weil wir wollen gleich nochmal den lieben Puls überraschen. Denn Puls ist verzweifelt auf der Suche nach Gönnergy. Gibt's anscheinend nicht in Rostock und da besorgen wir ihm jetzt mal ein bisschen was. Also in dem Sinne, let's fett. Digga, was ist eigentlich dein größtes Craving in der Prep oder hast du überhaupt irgendwelche Cravings? Schon immer mal wieder, aber ich muss sagen, ich komme so mit den Kalorien auf jeden Fall klar. Ja. Aber das, was ich mir immer irgendwie am meisten wünsche oder worauf ich mich besonders freue, ist halt einfach eine vollständige große Portion wieder zu essen. Einfach satt zu werden, ne? Einfach satt zu werden. Digga, ja. Du kannst dir die gefühlte 600 Gramm Salat reinballern, aber du wirst halt einfach nicht satt, ne? Ja, so. Genau so ist. Und eine Sache, die ich mir auf jeden Fall danach gönnen werde, ist so ein fettes Ben & Jerry's. Hello there. Oh ja, Digga. Irgendwie, das ist... Boah, wenn du das dann alles siehst, dieses auch mit Banane gab es jetzt auch irgendwie eins, so ein Cookie-Dough und Schokostückchen. Boah, ja. Da krieg ich schon pervers Bock, ey. Du kannst dir ja nicht mal so ein Low-Calorie- oder Protein-Eis vollständig gönnen, in den meisten Situationen so. Sonst musste ich ja völlig einschränken. Obwohl ich da dir so ja ein bisschen voraus bin mit meinem Ninja Creamy. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Mhm. Aber ich habe ja so eine Eismaschine und dann mache ich einfach aus Proteinmilch und Proteinpulver. Ja. Mache ich mir dann halt ein Eis. Ja, geil. Aber es ist halt auch nicht das Gleiche, wie jetzt, wenn du Ben & Jerry's hast. Nee. Ja. Und wir haben einen neuen Gast. Maggie. Hi. Stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Ich bin Maggie. Und du bist? Freundin von Benny. Ja, die Freundin von Benny, ja. Genau, also, genau. Ich glaube, ohne die würdest du deine Prep eh nicht schauen. Ah, danke, Mann. Ja. Steck, magst du überziehen? Ja. Boah, aber da hat jemand Gefühl gehabt früher. Da hat er nicht das erste Mal gemacht. Was ist los? Das ist fertig aus. Aber hast langsam Streifen im Kiefer. Wie Pulshaare, Alter. Von der Seite sahst du aus wie so ein Rentner. Dankeschön. Bitte. Wer kannst du dem da mal sagen eigentlich? Wieso? Aber guck mal, Puls, ich hab noch nie vor. Boah, du bist ein Waller. Ich küsse dein Herz. Ist der heavy? Ach, oh. Energy! Ist das jetzt für uns beide oder? Soll ich den jetzt probieren? Ja, für uns. Guck mal, wir kommen aus dem Süden. Rostock ist hier, Hamburg ist hier. Also ich find's geil. Ja, oder? Nee, guck mal. Ja, ich nicht. Weiß ich nicht. Fühlst du das jetzt alles immer, oder was? Ja, das ist einfach auch. Ja. Weil behindert. Genau.
Und dann das Beste. In Österreich habe ich den nämlich von so einem Red Bull-Typ. Aber so der Platte, da ist so eine, eigentlich der geilste von allen. Ja, der, also das ist der erste, den ich auch probiert habe. Ja. Aber so den gibt es halt fast nirgends mehr zu kaufen, Digga. Also egal, wo du willst, der ist immer weg. Okay, ich habe das erste Mal trinke ich den überhaupt. Also generell. Echt jetzt? Ja, ja, heute das erste Mal. Ich finde, der hat so einen. Den habe ich auch die Woche probiert, ja. Okay, was sagst du denn im Vergleich? Raven vs. Sowieso. Boah, beides gut, aber. Also ich bin halt eher so Blaubeere-Kokos-Fan. Deswegen. Ja. Also ich aber ich, dem Ding wird der alles zugleich, deswegen finde ich den gerade geil. Also, weil der halt einfach ja, anders ist. Ja. Das wird immer bleiben. Ich bin mal gespannt, das ist also dieser Mainstreamer. Du willst das auch noch filmen, oder was? Das wird kurz über den extra fahren. Ja, was klappt, glaube ich, jetzt sowas gut. Und? Max, leider. Was geht, Alter? Max, ich finde, Nico ist der geilste, Digga, weil er einfach die Subway-Fahrerschaft hat, Alter. Direkt neben dem Gym, ey. Seit 7 Jahren schon, ja. Ich habe Sponsoring bei Subway gekriegt. Ja, ja, ja. Was ist das? Favorite Sub? Mein eigenes. Ja, wie belegst du es? Cheese Oregano-Brot. Oh, richtige Wahl. Dann, warte. Schmierkäse. Ja. Vielfach Fleisch. Ja. Nach Wahl. Dann Käse rüber. Ofen rein. 30 Sekunden. Ja. Rausholen. Kein Gemüse, kein Salat, gar nichts. Röstzwiebeln drauf. Eine Packung Chips drauf. Ja. Dann, vierfach Sauce West. Dreifach Sweet Onion. Ein Strich scharfe Soße. Wieder Ofen nach 30 Sekunden. Was essen. So. Das ist das perfekte Sub von Rico. Aber teuer. Und danach direkt in die Kluft, sagst du, ja? In die Kluft, sagte ich, ja. Aber du bist doch Hardstuck jetzt bei Silber, oder nicht? War einmal kurz Gold gewesen letzte Woche. Ey, aber. Einmal kurz. Einmal Gold. Spielst du auch LOL? Nee. Ich leider Gaming-Karriere hinter mir, ja. Ja, gut, okay. Aber danke, Rico, hat mich gefreut, dich zu sehen. Okay, war cool. Alles gut. Zieh durch, Digga. Für Nelly, Digga, ist das gut, das ist gut. Heftig. Hey, ich hätte über die Digga, krass, Digga. Bro, du kannst hier jetzt auch bei der Emo hier aus dem Stellen, ja? Also mit mehr Erwartung. Ja, also wir schnell. Ja, heute 82, ne? Das war, kann das machen, mit Beinen raus? Mit Beinen raus? Ja, ich glaube, das wird mit seiner engen Taille geil aussehen, Alter, ja. Achso, meinst du, er holt auch gesamte Ibo bei den Union? Nach der WMBF? No comment. Easy. Das Lächeln sagt alles. Die Pose ist auch mit dir. Ey, guck mal, mit Ricos Coaching jetzt. Aber da geht's schon mal raus. Ne? Ja, der Teil ist total aus. Sieht heftig aus. Guck mal, Daniel. Danke. Wo ist ihn? Wissen nicht. Gehst du total auf, Mann? Kannst du Hüften noch ein bisschen überschieben? Also so linear einfach nach hinten? Nee, nicht. Alles was. Ja, so, so, ja. So. Ja. Digga, sieht heftig. Die Pose ist geil, Digga. Stell mal hier hinten. Ja, so ich finde das Ganze besser, ey. Ja, ich finde das langsam, ja. Guck mal. Wenn du das Bein hier so künstlich quasi rausschiebst und du stellst das hier so rüber, ne? Dass du also halt den Adduktor mehr aufs Bein legen. Genau, mehr in den Adduktor halt reinkommst, ne? Und dir Blut halt dazu noch draußen hast. Ne? Das ist eigentlich so die Kunst, dass du hier hinten so die leichte Kratz noch siehst. Ja. Ne? Dich hier so reinstellst und da halt dann vorbeigehst. Ne? Aber dann musst du ein bisschen gucken, auch wie weit du dich. Wie du siehst, echt wunderschön aus, Digga. 21, Digga, brutal. Geisteskrank, Digga, ich kenn dich da. Krass, Digga, das ist echt spannend. Danke. Das heißt was. Aber. Du hast halt Tri-Tips. Genau. Was, Bro? Und dann mit weiter vorne, ja, ja, ja. Also hier haben wir den Vergleich nochmal gegen Benny. Eigentlich müsst ihr nochmal ein Poster machen, Alter. Das wäre. Er ist gerade der jüngste Natural Champion geworden mit 21 bei der WMBF letztes Wochenende. Krass, oder? Zeig dir mal kurz mit dem Folge, guck mal, wie hey, wollt ihr echt mal? Eigentlich wäre es geil, Digga, wenn ihr jetzt mal ein Poster gegeneinander macht, dann einfach einen Vergleich. Ja. Digga, Rico, Rico zeigt nur Wade am besten. Ich brauche nur Beine, zeig nur Wade. Oh, Mann! Wie alt bist du? 21. So, so stehen, ja. Das ist die Pose, die ich auch mache, wenn ich Männer bin. Ja. Also ohne das, und hier auch so.
Fast runter, oder? Zwei. So, weil ich meine, Carpa ist auch schon super niedrig. Ich vernichte vielleicht noch ein Kilo Fett oder ein halbes. Ja. Und den Rest mache ich Muskulatur und Wasser. Ja. Das hatte wir in Schweden dieses Jahr mit TMW. Da haben wir es mit 93 dann geladen. Okay. Und da hatten wir einfach mal einen Tag mehr Zeit. Ja. Das war ganz geil. Aber ich habe es bis jetzt dieses Jahr noch nicht einmal geschafft, irgendwie am Waretag schon mal vorzuladen. Ja. Weil ich halt immer wegen Gewicht limit. Ja. Wir haben jetzt 2,6 Kilo mehr gegeben. Das ist ja ziemlich geil. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nochmal Gewichtslimit-Erhöhung gewesen, ne? Ja. Das hat dir, ist ja auch zugute gekommen, oder? Ja, und ich habe schon wieder Struggle mit dem Gewichtsstand gesteuert. Ja. Aber ich denke mal so, das ist halt ziemlich geil. Die haben diese Gewichtsverteilung wirklich so etwas mehr in die kleineren Klassen gepackt. Und mit 2,6 Kilo, die Klasse unter mir hat 3 Kilo gekriegt. Okay, ja. Und alle anderen haben weniger gekriegt. Das könnte halt ein Vorteil sein. Ja. Meistens hat halt einer aus der höheren Klasse im Grunde gewonnen. Der war dann im Grunde so einen halben Zentimeter größer als ich, weil ich halt auch größte den genau im Limit bin. Ja. Ja, aber wenn der halt so 2 Kilo mehr hat oder so, an den richtigen Stellen, ist das halt ein Unterschied, der halt dann erfolgsentscheidend ist. Ja. Mal schauen, ob es diesmal besser wird. Ja. Safe, ey. Hier Instagram und sowas. Instagram habe ich natürlich auch. Luke Stanker, unterstrich Coaching. Nächste Frage. Okay. Welches Meal nach dem letzten Wettkampf direkt nach der Bühne? Ich habe mir einen Cake aus Haferflocken selber gebacken und ich habe den mit Obst getoppt. Aber das Geilste daran waren Rochero Bon Noir. Die habe ich oben on top gemacht. Und in die Mitte so einen richtig geilen 50 Gramm flüssigen Erdnusskern. Ich muss mir vorstellen, ich habe diesen Kuchen jeden Morgen in der Prep gegessen. Und dann habe ich ihn halt einmal in so in richtig, richtig geil gemacht. Also, ich krieg jetzt schon wieder Hunger. Ich bin ja auch immer noch die ganze Zeit überlegen, was ich jetzt esse. Also bei mir entweder ist es Lebkuchen direkt nach der Bühne oder so ein, so bei Lebkuchen Zartbitter ist schon pervers. Oder irgendwie so ein Austrian Cookie vielleicht. Hatte ich, woran hatten wir das? Nach der Regionalmeisterschaft in Gera. Ja. Eine Freundin von mir, Maya, hat extra ihre Mikrowelle mitgebracht, damit sie den warm machen kann. Das Ding war mega geil. Das will ich auch, ja. Und danach in Köln habe ich schon die ganze Zeit jetzt rausgeguckt bei Holle, die besten Döners und sowas, aber ich will sicher machen ohne Köln. Döner würde ich nicht machen. Nee. Der Magen ist super sensibel. Sicher. Und du hast die nächsten Tage unglaublich Magenkopf. Ja. Burger mit Fisch oder so geht immer ganz gut. Mhm.
zu meinem Favorit mit am Wettkampf. So richtig geilen Burger. Ich bestelle mir so zwei. Ja, Burger, ich habe schon fette Kuh von Rico gehört, meinte er. Ja, genau, da waren wir auch. Also, ja, du sagst, fette Kuh ist geil. Fette Kuh ist richtig genial. Und scheiße, wirst du glücklich sein. Bro, ich nehme dich beim Wort, ne? Wenn der Burger nicht schmeckt, ne? Dann kommt die Beschwerde direkt raus. Alles für mich schon weg. Alles Gute. Ich danke dir, ne? Und wir schauen was mit, ne? Ja. Bei dir auch. So, wir sind durch mit dem Evictus. Geil. Was sagen wir? War schon eine nice Nummer. Also klar, es war voll. Ja. Man konnte jetzt nicht alles perfekt durchtrainieren. Und es waren auch nicht alle Geräte da. Ja. Aber einfach schon vom Flair, von den Leuten. War geil. Und das, was aufgebaut war, war schon echt Hammer. Ja, also kann man auf jeden Fall auschecken. In dem Sinne, wir fahren jetzt nach Hause. Und war ein geiler Tag, geile Impressions, würde ich sagen. Und in dem Sinne... Haut rein und...